Die Reihe der Konzeptkonzerte gehen mittlerweile in die 6. Runde, nachdem wir in Stegnitz im Stadtbad gesungen haben und in der Kulturbreierei im Kesselhaus und auch in der Heiligkreuzkirche und also viele schöne, interessante Orte, sind wir jetzt angekommen im Kühlhaus. Die Tatsache, dass wir im Kühlhaus sind, ist so ein bisschen programmatisch, weil wir versuchen, Orte zu finden, wo vorher eigentlich noch keine Chorkonzerte stattgefunden haben und rauszufinden, ob man da vielleicht ein interessantes Konzept machen könnte. Wir sind mit diesem Raum sehr, sehr glücklich. Er hat eine wunderbare Akustik. Er hat ganz viele Möglichkeiten, den Chor unterschiedlich aufzustellen, was sowohl akustisch sehr reizvoll ist, als auch visuell natürlich eine schöne Sache. Wir haben eine Auswahl getroffen, denke ich, wo auch große Kontraste drin sind. Also einfache Volksliedvertonungen, die einen sehr schlichten, volksliedartigen Ton treffen und andererseits aber auch sehr artifizielle Stücke, wie zum Beispiel der Cornelius oder der Gesualdo. Also das Thema Nachtwanderung benutzen wir auf verschiedenen Ebenen. Wir haben sozusagen einen inhaltlichen Bogen der Nacht damit gespannt. Und zum anderen haben wir, was die ganze Dramaturgie angeht, in diesem Konzert im Grunde auch einen Bogen, der vom Sonnenuntergang zum Sonnenaufgang reicht und damit man als Publikum neben dieser inhaltlichen Ebene auch auf der zeitlichen Ebene verschiedene Stimmungen einer Nacht nachvollzieht. Also beim Traumlicht zum Beispiel haben wir hinten diese tolle Bar-Atmosphäre. Also es war eine ganz
ganz tolle Zusammenarbeit deshalb, weil auch eben in diesem Lichtteam viele Sänger aus dem Chor dabei sind, die eben auch genau wissen, was zu machen ist. Wir hatten natürlich auch ein paar Besprechungen vorher, wo wir auch von unserer Seite ein paar Wünsche geäußert haben, aber es ist einfach viel Know-how irgendwie da, was die Bedürfnisse sind, und das war toll. Es ist ganz toll, wie durch die Arbeit des Regieteams mit dem Licht und den Positionen und allem ein starker theatralischer Effekt entsteht. Also die theatralen Elemente dieser heben das weit über ein normales Chorkonzert hinweg natürlich inzwischen. Also Konzert ist schon ganz schön klein gegriffen dafür, was wirklich dann im Endeffekt stattfindet. In gleiche Richtung zielt, dass das Verändern der Positionen im Raum die Musik natürlich maßgeblich beeinflusst und dadurch man viele Stücke auf eine ganz andere und neue Art erleben darf. Und das ist wirklich ein weitgehender Schritt, der den Raum nicht nur, weil es eine coole Location ist, einbezieht, sondern tatsächlich auch akustisch nutzt und dadurch neue Höreindrücke für viele vertraute Stücke bietet. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Und das macht das Ganze eher zu einem Theatermusikabend als zu einem reinen Chorkonzert. Man muss einen Chor haben, der bereit ist, das Repertoire so zu lernen, dass man auch aus dem letzten Augenwinkel irgendwie dann noch was wahrnimmt und guckt. Auch einfach eine gewisse Routine darin entwickeln, wie singt man, wenn ich meinen Nachbarn eigentlich gar nicht so gut höre. Aber da geht der Chor fantastisch mit. Und aufgrund dieses Widerspruches entstehen Spannungsfelder, die Musik dann tatsächlich, glaube ich, neu darstellen. Thank you.
auch die Tatsache, dass man die Abwesenheit von Licht mit Licht darstellt, ist auch ein Widerspruch, der aber auch fantastisch funktioniert. Und diese Spannungsfelder, das ist, glaube ich, das, was dieses Konzeptkonzert vielleicht auszeichnet im Vergleich zu den anderen, die wir gemacht haben. Die ganze Entwicklung des Lichtkonzeptes, das war auch ein wunderbarer gemeinsamer Arbeitsprozess, einfach, wo man überlegt hat, was ist die Musik, was gibt es für Stimmungen, was kann man sich vorstellen, und da sind wunderbare Ergebnisse bei rausgekommen. Schon Versuche, wo wir im Kreis standen. Wir haben auch schon mal was mit Ebenen gemacht. Aber dass das Licht halt so einen wichtigen Teil der Dramaturgie spielt, der uns auch Anlässe gegeben hat, Übergänge irgendwie zu organisieren oder musikalisch auch zu reagieren, das ist schon hier in einem besonders starken Maß der Fall. Dann sind wir hier rein und haben das gesehen, und es war aber noch viel mehr Baustelle, als es jetzt ist. Also die Decken waren noch nicht geweißt und es war alles staubig und sah, aber trotzdem, die Aura des Raumes, die war natürlich trotzdem schon da. Schon ein großer Schritt, dass ein Chor und ein Ensemble und die dazugehörigen Dirigenten sich öffnen, überhaupt Uraufführungen zu machen, dann aber sich auch noch für die Einlassungen des Komponisten während der Proben zu öffnen, ist ganz besonders. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich für ein solches Ensemble schreiben kann. Also die Offenheit, mit der hier in meinem Werk begegnet wird, ist natürlich also ein großer Luxus, ja. Es ist ja ein Werk, was den Titel Am Abend, am Morgen trägt. Und sich, das sind Texte von Christian Lehnert, ein Gedichtzyklus, der sich beschäftigt mit den seltsamen Zuständen zwischen Wachen und Schlafen nach der Narkose, in der Narkose, mit dem Begegnen der Fremdheit des eigenen Körpers. Und das Ganze versuche ich in Klänge zu übersetzen. Thank you.
ganze Stück ist überhaupt stark von Geräuschen geprägt, die ein wenig das Innere widerspiegeln, das Empfinden widerspiegeln, das ein Mensch haben kann oder das ich aus eigener Erfahrung hatte beim Erleben eines Übergangs von Schlaf in Wachen unter Narkosemitteln nach Traumatisierungen im Krankenhaus. Über die Haare, die Bäume und die leuchtenden Tachometer sprechen ein unvoreingenommenes Herangehen ist für einen Komponisten das Tollste. Und das zusammengefügt mit der Atmosphäre dieses Raumes, glaube ich, ist genau das, was ich mir für mein Stück erhofft habe. Tatsächlich ein tröstliches Element am Ende des Stückes und das finde ich hier auch ganz, ganz toll in diesem Raum, dass sich das nicht, wie soll man sagen, in Erstarrung festhalten muss, sondern dass es sich lösen darf.